Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich aus dem Auto, aus einer ziemlich wackeligen Position. Oh mein Gott, geht das gut? Hoffentlich. Ja, ich bin im Auto ganz alleine, weil ich habe jetzt einen Wimperntermin. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Endlich wieder schöne Wimpern. Ja, heute ist Freitag. Die Michelle ist in der Schule. Die anderen Kinder sind natürlich zu Hause beim Papa. Und ja, gestern war Donnerstag, der videofreie Donnerstag, da habe ich auch nicht gevloggt. Und ja, jetzt, wie gesagt, bin ich... Gestern war bei uns auch Feiertag, stimmt. Was war denn? Christi Himmelfahrt? Und in Deutschland ist, glaube ich, auch Vatertag an diesem Tag. Bei uns ist es aber nicht. Bei uns ist Vatertag, ich glaube, so Anfang, Mitte Juni. Ich muss mich noch erkundigen. Auf jeden Fall, ja, fahre ich jetzt Wimpern machen und ich freue mich sehr darüber. So, ich muss jetzt abbiegen. Ich hoffe, nein, nicht ich hoffe, sondern ich werde euch heute natürlich durch den Tag mitnehmen. So, mal schauen, wo die mit dem Fahrrad hinfahren. So, und ich werde euch natürlich heute durch den Tag mitnehmen, aber zuerst gehe ich mal Wimpern machen und ich werde jetzt die Kamera ausmachen, weil das ist mal ein bisschen zu wackelig. Ich habe Angst, dass die Kamera umfällt und ihr wisst, ich habe ein Glück, Kameras zu zerstören, deswegen bis nachher. So, meine Lieben, bin wieder zu Hause und das sind die Wimpern. Was sagt ihr? Ich bin jetzt so ungeschminkt, so ein bisschen Augenringe des Grauens, ne? Weil gestern war mir wieder so hardcore schlecht am Abend, das war furchtbar. Deswegen. Aber die Wimpern schauen süß aus, oder? Schaut man gleich wieder so ein bisschen frischer aus. Und ich bin jetzt eigentlich noch kurz raufgegangen, weil ich muss mir ein anderes T-Shirt anziehen, das nämlich langärmelig. Mir war nämlich in der Früh nämlich noch ein bisschen kühl. In der Früh ist immer kalt und dann in ja. Der Pause war mir mega heiß. Die Michelle ist übrigens auch von der Schule nach Hause gekommen und ich ziehe mir jetzt schnell was Kurzärmeliges. Wann bist du losgefahren? Weiß ich gar nicht mehr. Und sie hat halt jetzt die kleine Luisa, die ist im Garten. Hallo! Warum hast du eine Mütze auf? Die Lara nimmt. Sie ist so süß. Wieso hat die Luisa eine Wintermütze auf, Papa? Mama. Sind wir streiten? Nur ich nicht. Haben wir nicht zwei Brillen, Michelle? Such mal. Es gibt noch so eine Kinderbrille. Schau mal bitte. Ich mag nicht die Kinderbrille. Vielleicht mag die Luisa. Lass das bitte die Tomate von Papa in Ruhe, sonst zuckt aus. Hey. Kommst du dann, Papa? Ich muss jetzt nämlich, ich ziehe mir jetzt noch schnell das T-Shirt an, mit kurzen Ärmeln. Und dann müssen wir zum Labor, ich muss nämlich Blut abnehmen. Ich muss eine Untersuchung machen, also wegen dem, der Schwangerschaft, hat mich der Frauenarzt. Ich habe keine Brille gefunden. Haben wir keine Brille mehr? Ich schau gleich. Auf jeden Fall ziehe ich mir schnell mal mein T-Shirt an und melde mich später. So, meine Lieben, wir sind wieder bei unserem Lieblingsrestaurant. McDonald's, mir war jetzt auf dem Weg. Der Papa schaut schon so skeptisch. Ich glaube, bald werden die auch schlecht sein. Mir war jetzt. Es ist das Einzige, was mir hilft gegen die Übelkeit. Und jetzt habe ich mir wieder ein Fisch-Mac-Menü bestellt. Und dann fahren wir schnell zum Labor. I'm sorry. Du brauchst mehr Omega 3, oder? Wahrscheinlich. Mehr Omega 3. Aber ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen. Das ist das Einzige, wenn ich das esse, danach geht es mir so gut. Mir ist jetzt aktuell schlecht, weil die letzte Mahlzeit vor 4 Stunden war. Der letzte McDonalds-Besuch war vor ein paar Tagen, deswegen... Hey, gestern waren wir nicht bei McDonalds. Das ist Verlangen vom Körper, ne? Das Wo Baby ist schuld. Wo ist mein Fischmeck? Mama! Wo ist mein Fischmeck? War mir so schlecht gerade. Das sind jetzt gerade angeln gegangen, oder? Vielleicht müssen sie den erst machen. Zuerst angeln. Komm, du lieber Fisch, spring raus. Grüß Gott, danke. Okay. Danke. Tschüss. Kein Schmerzweck? Die Leute kennen uns schon. Ah, das ist hey, ihr seid schon wieder da. Hey, die Dame mit dem Fischmeck. Wenn ich dann 2 Tage nicht komme. Geht's der Dame mit dem Fischmeck wohl gut? Die Mitarbeiter reden unter sich. Hey. Hast du noch die Frau gesehen mit dem Fischmeck? Ich habe sie seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. So. Magst du auch ein Pommes? Nein, das
Ich bin schon satt. Da wurde der Fisch gegessen. Ja? Schon mal Bock. Die Pommes von McDonald's sind die besten Pommes. Oder, Papa? Ja, schmeckt auch, ja. Mm. Heute ist es angenehm draußen, oder? Also nicht zu heiß. Mm. Angenehm, richtig angenehm. Tada! Könnt ihr es riechen? Könnt ihr es riechen? Kannst du es riechen, Papa? Ich kann es riechen, ja. Weißt du, was ich mir letztens gedacht habe? Auf einer Seite denkt man sich, oh, warum gibt es kein Riechfernsehen? Aber es ist besser so. Stell dir vor, du würdest dann den ganzen Schweiß... Riechfernsehen? Ja. Wenn du eine Kochshow anschaust, hast du ganze Zwiebelgeruch raus. Ja. Oder so ein Film, wo die Leute verschwitzt im Krieg herumlaufen. Die stinken ja dann, oder? Die ganze Schusspulver riecht raus. Ja. So, meine Lieben, Blutabnahme erledigt. Und jetzt waren wir noch kurz beim DM. Wir haben ja ein paar Sachen gekauft. So für mich ein Dixie, also so Traubenzucker, weil das ist, hilft mir immer. Wenn mir schlecht ist zum Beispiel, dann nehme ich so einen Traubenzucker und dann geht es mir dann kurz besser. Was haben wir noch gekauft? Schnaps. Okay, hol die Flasche raus. Für den Patrick haben wir Leinöl gekauft, weil er ja Veganer ist und er braucht das. Und er hängt uns seit ein paar Tagen in den Ohren. Er wollte zuerst Rapsöl. Dann haben wir Rapsöl gekauft und dann hat er gesagt, Leinöl wäre besser. Okay. Ja, ja. Die Verhältnisse von Omega-3 in Rapsöl ist ziemlich schlecht. Ja, ja, ja. Patrick wird mal ein, der kennt sich so gut aus mittlerweile mit der ganzen Ernährung und Supplements und so. Und dann haben wir ihm noch so Nahrungsergänzungsmittel auch gekauft. B6 und B12. Ja, und jetzt fahren wir nach Hause. Luisa freut sich auch. Ja. Tschüss. So, warte, wir haben für dich. Hey, was ist passiert? Also. Aber es ist Lutschtabletten, du hast keine Sorgen mehr wegen dem Schlucken. Und da. Wuhu, Leinöl. So, meine Lieben, wir sind schon länger zu Hause eigentlich, aber ich habe jetzt die Luisa, also nachdem wir gekommen sind, ins Bett gebracht und war dann mit ihr im Zimmer und dann habe ich nicht gevloggt. Ich habe währenddessen das Video online gestellt, das ist das Gewinnspielvideo. Ihr könnt übrigens noch vorbeischauen, das Gewinnspiel läuft eine Woche, das heißt bis Freitag, jetzt, also könnt ihr mit teilnehmen. Wo ist die Luisa? Ist noch da. Und ja, wir sind jetzt aktuell ein bisschen im Garten. Die Luisa ist wach geworden, wir sind ein bisschen rausgegangen und die Mädels räumen ein bisschen zusammen, weil immer wenn die Kinder hier draußen spielen, dann schaut es danach aus, als wenn hier eine Bombe mit Spielzeug... Mama? Ja, Mama? Und ich hätte es... Bitte, bitte konzentrieren, nachdenken und dann reden. Ich weiß schon. Und die Michelle tut immer niemand vertrauen und sie sagt immer so alle nein, wegen die gibt uns alles nichts. Oh, wirklich? Mhm. Lara, wie wär's, wenn du auch ins Haus reingehst und da ein bisschen Ordnung machst? Weil ist da die Bombe angeschlagen oder what happened? Ach, komm, bitte. Hier war nämlich überall Spielzeug verstreut. Ja, komm. Wie schaut's denn hier überhaupt aus? Schau mal, Lara, die Anna und die Elsa. Warum sind die da reingeschmissen? Das war die Lisa. Warst du das, Luisa? Du warst das also? Ja, ja. Aber Lisa sagt, wegen Lisa ist sie schüchtern. Ach so. Bist du schüchtern, Luisa? Nein. Seid ihr jetzt zwei Schlawinerinnen? Der Papa hat die Küken freigelassen und jetzt fang mal die kleinen wild. Ja, wie machst du das jetzt, Papa, die kleinen Tennisbälle? Wie fangst du die ein? Eins nach dem anderen, oder? Ja. Oh, Kusa. Nein, die Küken müssen jetzt ins Bett. Das ist schon spät. Das sind Babys. Das ist aber sehr flink. Tu mal das andere rein. Komm mal hier. Willst du langsam? Aha. Ist in der Falle. Ey, kleiner Mann, komm her. Oder kleine Frau. Komm schon.
ist aber schon nervig, oder? Vielleicht bist du auch für ihn nervig. Okay, das ist ja. Hast du gesehen, der ist ganz voll, der Bauch. Also diese, da drinnen kann man sehen. Wenn der so rund und dick ist, dann ist der voll angefressen. Ja, super. Die Zwiebelringe, hast du jetzt gesagt? Hm, Zwiebelringe. Das sind Curly Fries. Bitte? Weißt du, die Küken schlafen jetzt. So, Essen ist gedeckt. Patrick hat hier vegane Spießchen mit Champignons und Tofu. Hier gibt es Curly Fries und Flosch für die andere Seite der Familie. Nö, was hast du denn da? Ein Ripperl. So, ich esse, glaube ich, Flügel. Papa, du? Wir sagen, das ist der Flügel. Hühnerpo? Hat der Papa keinen gekauft, diesmal. Aber das nächste Mal werden wir ihn für dich reservieren. Nein. Nein. Gibt es noch Sour Cream? Ich glaube, die Kinder haben alles verpufft. Oh, buh. Ich habe nicht mal die halbe Packung verbraucht. Ich habe ihn da mal alleine gegessen. Haben wir ihn gekauft? Für mich genommen. Und nichts gegessen. Na, servus. Bist du servus? So. Also, bist du servus? Was brauchst du denn? Nein, das bedeutet nicht, bist du servus. Darf ich auch ein Spießchen haben? Gibt es auch eins ohne Tofu? Ich möchte eins nur mit Champignons. Aber Tofu hat dem Spieß echt keinen Sinn. Ach so. Das ist ja die Marianne. Achso. Wir haben dann am Anfang gedacht, was das sein soll. Das Brokkoli, Tofu, Cherrytomate, Tofu, Zwiebel, Champignons. Mich hat dort die Lust nach was Süßem gepackt und leider haben wir nichts zu Hause. Deswegen haben wir uns noch mal kurz angezogen. Oh, wir holen uns ein Fischmehl. Nein, wir holen uns kein Fischmehl. Wir holen Fischmehl. Entweder eine Apfeltasche. Holst du mir eine Apfeltasche? Sag mal, kannst du eine Filiale öffnen? Ja, das ist eine urgute Idee. Werde ich vorschlagen. Du bist Bürgerbrater? Du schaust ja aus wie SpongeBob. Danke. Quadratischer Schädel oder was? Ja. So. Meine Schuhe sind so schön. Schaut mal, wie die funkeln. Die sind von Esprit. Die gibt es beim Deichmann. Die deine sind leider nicht so cool wie meine. Aber schaut mal, Esprit. I like that. Ich hab hier. Was? Ist der Patrick hier? Keine Ahnung. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück. Ich schon ein bisschen länger. Wir haben schon was genascht von unseren Sachen, die ich bei der Tankstelle gekauft habe. Wir haben einmal Oreo-Kekse gekauft und diese Milka-Keks schmecken sehr, sehr lecker. Schmecken ein bisschen wie Tender. Ich habe nämlich gar nichts Süßes mehr zu Hause. Und bei mir ist es so, wenn ich am Abend was esse, mir ist gerade abends besonders schlecht. Brauche ich danach immer was Süßes, damit ein bisschen der Geschmack vom Essen so verschwindet. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll, aber... Ja, ich brauche dann einfach ein bisschen was Softes. Ja, und jetzt sind wir wieder zu Hause. Ich habe mir übrigens auch eine Apfeltasche bei McDonald's geholt, weil sie eh auf dem Weg war. Und das habe ich auf dem Weg gegessen. Ja, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Mir ist ein bisschen schlecht und ich werde mich jetzt ins Bett legen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich habe wohl vergessen, was ich hier schon den ganzen Tag gemacht habe. Achso, ja, Wimpern, ja. Ach, ich finde das voll cool. Wenn man sich so anschaut, dann schaut man irgendwie schon irgendwie fertig gemacht aus. So ein bisschen geschminkt. Irgendwie schaut man aus, man ist aber nicht geschminkt. I like that. Na gut, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, ihr könnt noch beim Gewinnspiel mitmachen. Bis zum Freitag. Also, drückt euch die Daumen. Und tschüss, bis morgen.